Die Visualisierung. Neben dem passiven Weg, Hellsichtigkeit zu entwickeln, gibt es auch einen aktiven Weg, die Visualisierung. Ihr könnt euch die einfachsten Formen in eurem Kopf vorstellen. Ein blaues Dreieck, ein Kreis, ein Quadrat. Indem ihr euch diese Figuren in leuchtenden Farben vorstellt, erreicht ihr, dass eure Fantasie sehr flexibel und formbar wird. Die Bilder, die in eurem Kopf entstehen, sind keine Fantasie. Es sind Elemente der subtilen Materie, die sich in eurem Bewusstsein verbinden. Es sind Elemente der Astralebene. Indem ihr die Figuren visualisiert, verbindet ihr euch mit der Astralwelt. Genauso wie ihr hellseherische Fähigkeiten in euch entwickelt, verbindet ihr euch auf diese Weise mit den Objekten der subtilen Welt und lernt, sie vor euren geschlossenen Augen zu sehen. Das Objekt der Visualisierung können Symbole sein, zum Beispiel Symbole von Chakren oder Buchstaben. Jetzt seht ihr das Symbol des Om-Mantras in schwarzer Farbe geschrieben. Wenn es euch schwerfällt, Farben zu visualisieren, könnt ihr euch die Buchstaben des Om-Mantras vorstellen oder jedes andere schwarz-weiße Zeichen. Nachdem ihr die Erfahrung gemacht habt, Zeichen und Farben sowie einfache geometrische Figuren zu visualisieren, könnt ihr euch an die Visualisierung von Objekten heranwagen. Ihr könnt etwa diese Muschel visualisieren. Wenn ihr in der Lage seid, Objekte gut und deutlich zu visualisieren, könnt ihr euch an die Visualisierung von komplizierten Bildern heranwagen, zum Beispiel an die Visualisierung dieser chinesischen Maske. Die Visualisierung komplexer Bilder mit leuchtenden Farben entspricht einem hohen Grad der Entwicklung der Vorstellungskraft und damit einem hohen Grad der Verbindung zu den Elementen der subtilen Welt und damit einhergehend die Fähigkeit des Hellsehers. Wenn ihr in der Lage seid, euch lebendige Bilder vorzustellen, die ihr euch auch in der Lautstärke und in der Bewegung vorstellen könnt, könnt ihr einen Raum visualisieren und versuchen herauszufinden, was sich darin befindet, welche Gegenstände anders angeordnet wurden, welche Gegenstände so belassen wurden, wie sie platziert waren, als ihr diesen Raum besucht habt. Ihr könnt das Gesicht einer Person visualisieren und ihre Aura, ihre Stimmung, ihren Aufenthaltsort erkennen. Ihr könnt das Gesicht einer Person visualisieren und ihre Aura, ihre Stimmung und ihren Aufenthaltsort bestimmen. Aber damit diese Bilder als Antworten auf diese Fragen in euch auftauchen, müsst ihr einen sehr starken Wunsch nach dieser Antwort haben und gleichzeitig euren Geist ruhig halten. Die Visualisierung ist die nächsthöhere Stufe des Hellsehers. Wenn ihr Bilder visualisiert, könnt ihr nicht nur Informationen wahrnehmen, indem ihr euch auf bestimmte Objekte, Menschen oder Ereignisse einstimmt, sondern auch einen suggestiven Einfluss auf eine Entfernung übertragen. Das heißt, das Bild, das in eurem Geist entsteht, auf den Geist einer anderen Person übertragen. Zu diesem Zweck solltet ihr, nachdem ihr das Bild klar dargestellt habt, es mit Energie sättigen. Ihr solltet sehen, wie es zu leuchten und zu wachsen beginnt. Ihr solltet es gedanklich mit deinen Händen umschließen und eine ätherische Hülle für es erschaffen. Das heißt, ihr formt ein Phantom. Dann richtet ihr dieses Phantom auf eine andere Person und stellt euch vor, wie es sich zu ihr bewegt und in ihren Kopf eindringt. Die andere Person hat vielleicht dieses Bild, diese mentale Einstellung oder dieses Bild von dem Ereignis oder Programm, das ihr ihr vermitteln wollt. Ihr könnt das Bild einer Person visualisieren und ihr Phantom erstellen. Durch dieses Phantom könnt ihr Krankheiten diagnostizieren, indem ihr sie in eurem Körper spürt. Zu diesem Zweck solltet ihr das Phantom einer Person, das ihr in eurer Vorstellung erschaffen habt, in euch selbst platzieren oder euch selbst als diese Person vorstellen. Indem ihr euch vorstellt, dass ihr diese Person seid und sie emotional erlebt, könnt ihr euch in die inneren Zustände hineinversetzen, die diese Person gerade erlebt. Ihr könnt ein Phantom erschaffen, um tantrisch zu arbeiten, um Wissen zu erhalten oder einfach nur, um zu kommunizieren. Das Phantom kann euer Assistent in all euren Angelegenheiten sein. Wenn ihr das Bild einer Gottheit oder einer Ikone vor eurem inneren Auge visualisiert, kommt ihr in Kontakt mit der höheren göttlichen Welt, mit den Egregoren
und spirituellen Kräften, die durch die jeweilige Gottheit oder Ikone des Heiligen verkörpert werden. Eine solche Visualisierung kann euch vor allen negativen Erfahrungen, vor Stress, vor Angriffen böser Geister und negativer Wesenheiten der subtilen Welt schützen.